Ich habe etwas ziemlich Tolles für euch. Und ja, von Neville Goddard, eine Manifestationstechnik und auch eben ein klarer Bezug von ihm zur Bibel. Ein paar Bibelstellen, wo wirklich alles drin steht. Und das habe ich hier auf Englisch und das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Und ich denke mir, ich mache das jetzt so, dass ich das euch auf Englisch vorlese und dann eigentlich nicht, ja, übersetze, aber das kommentiere, was damit gemeint ist. Und zwar heißt die Technik: Be still and know you are God. Also sei still und wisse, dass du Gott bist. Und dann schreibt er: I want to talk to you about the first principle, which you can always fall back on when in doubt. Ich möchte also mit dir über das erste Prinzip sprechen, auf das du dich immer wieder beziehen kannst, wenn du in Zweifel kommst. This first principle is: Be still and know that I am God. Also dieses erste Prinzip ist: Sei still und weiß, dass ich Gott bin. No matter what happens, turn within and be still. Also egal was passiert, wende dich immer nach innen und werde still. Know that your awareness is God and that all things are possible to you. Weiß, dass dein Bewusstsein Gott ist und dass für dich alle Dinge möglich sind. Test yourself and you will prove this statement in the testing. Also überprüfe es bei dir selbst und du wirst beweisen, dass diese Aussage wahr ist. Then you will be free from your former limitations of belief. Und dann wirst du frei sein von deinen früheren limitierenden Glaubensgrundsätzen und Überzeugungen. No matter what is happening on the outside, turn to the first principle. Egal was im Außen passiert, wende dich immer an das erste Prinzip. Also halte dich immer an das erste Prinzip. Start by being still, then claiming, I am God. Und beginne immer damit, still zu sein und festzulegen, ich bin Gott. Ask yourself, is this true? Frage dich, ist das wahr? You will never know the truth until you test it. Du wirst die Wahrheit nie wissen, bevor du es nicht getestet hast. Let us now look at some of the I am statements of scripture. Also lass uns jetzt einige der Ich Bin-Aussagen aus der Heiligen Schrift anschauen. Ich, I am the resurrection. Ich bin die Auferstehung. I am the life. Ich bin das Leben. I am the way. Ich bin der Weg. I am the truth. Ich bin die Wahrheit. Are these statements really true? Sind diese Aussagen wirklich wahr? Yes, I have stilled myself and know that every statement is true from experience. Ja, ich bin zur Ruhe gekommen und ich habe herausgefunden aus eigener Erfahrung, dass jede Aussage wahr ist. Being human, I wanted things in the world of Caesar, as undoubtedly you do too. Ich als Mensch wollte Dinge in der Welt des Cäsars und zweifellos du auch. I wanted a trip I could not afford, yet I traveled over 5000 miles by being still and saying to myself, my awareness is God and all things are possible to him. Ich wollte eine Reise, die ich mir nicht leisten konnte, und dennoch reiste ich über 5000 Meilen, nur indem ich still war und zu mir selber gesagt habe, mein Bewusstsein ist Gott und alle Dinge
sind möglich für ihn. Therefore, what I'm imagining will come to pass. Und deswegen wird sich das verwirklichen, was ich mir vorstelle. Then I began to imagine I was on a ship sailing towards Barbados. Und dann habe ich begonnen, mir vorzustellen, dass ich auf einem Schiff Richtung Barbados segle. I remained faithful to the fact when suddenly I received a letter from my family saying they would take care of all my expenses if I would come home for Christmas. Also ich blieb im Vertrauen für meine Vorstellung, als ich plötzlich einen Brief erhielt von meiner Familie, in dem sie sagten, dass sie meine Reisekosten übernehmen werden, wenn ich zu Weihnachten nach Hause komme. So I proved it. Also habe ich es bewiesen. Then I tried it again, and the more I tried it, the more I realized that the statement in the 46th Psalm was true. Ich habe es immer wieder versucht und immer wieder. Und je mehr ich es versucht habe, desto mehr habe ich realisiert, dass das Statement im 46. Psalm wahr war. That God really is my own wonderful consciousness. Dass Gott wirklich mein eigenes wunderbares Bewusstsein ist. For I learned to be still and know that I am God. Ja, und so habe ich gelernt, ruhig zu sein und zu wissen, dass ich Gott bin. Relax, entspanne dich. Be still and question yourself, saying, are you really God? Werde still und frag dich selber, indem du sagst, bist du wirklich Gott? Address yourself as though you were two. Also sprich mit dir selber, als ob du zwei Personen wärst. Und frage dich also selber oder die zweite Person, die du dir vorstellst, if you are God and can do all things, prove it to me by giving me my desire so I can feel its presence now. Also du fragst dich dann selber und fragst dich, wenn du also Gott bist und alle Dinge tun kannst, beweise es in mir, indem du mir meinen Wunsch jetzt erfüllst, so dass ich die Präsenz oder die Gegenwart des Wunsches jetzt fühlen kann. Also hier geht es wirklich darum, dass du den Gott in dir selber fragst, wenn du wirklich alles tun kannst, dann beweise es mir, indem du mir jetzt das Gefühl gibst, als sei mein Wunsch schon erfüllt. Und das ist eben dieses Wichtige, ja, dass wir fragen den Gott in uns, das Göttliche in uns herinnen, wie fühlt es sich an, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Und dass wir das dann akzeptieren als Realität. See if he will prove himself in performance and when he does, do it again. Also frage immer wieder und schau, ob Gott dir beweist, dass er es tun kann, dass er dir das Gefühl deines erfüllten Wunsches jetzt geben kann. Und frag immer wieder, heißt es. Keep on asking. And when he proves himself here on this level, then let these things, which can't be put to the test, come through. So they will. Also, frage immer weiter. Und wenn Gott, also der Gott in dir, dein Bewusstsein in dir, beweist, dass es wahr ist, dann erlaube auch die Dinge, die dir jetzt gerade nicht bewiesen werden können, auf diesem Level, also auf dem Level deiner Gefühle, erlaube dennoch, dass die Dinge, die du jetzt gerade nicht fühlen kannst als wahr, sich auch noch verwirklichen, denn sie werden es. If you're not familiar with scripture, read it in the 46th chapter of the Psalms of David. The 10th verse
Be still and know that I am God. Also wenn du dich nicht mit der Heiligen Schrift auskennst, lese es im 46. Kapitel der Psalms von David, der Psalmen von David, der 10. Vers, sei ruhig and du wirst wissen, dass ich Gott bin. Then to whom could you turn? Denn an wen könntest du dich wenden? It's an inner communion with self. Es ist eine innere Vereinigung mit dir selbst. But man talks to an outside God and pleads with an outside God and begs an outside God. Aber der Mensch, der spricht mit einem Gott außerhalb von sich. Er bittet und fleht einen Gott außerhalb von sich an. Also, so prayer is the subjective appropriation of the objective hope. Also ist das Gebet die subjektive Annäherung der objektiven Hoffnung. That is what I call faith in God. Und das ist genau das, was ich den Glauben an Gott nenne. Which is nothing more than faith in myself. Und der Glaube an Gott ist wirklich nicht mehr als das Vertrauen in mich selbst. For the self of the man, the true identity of man is God. Und weil eben das Selbst des Menschen, also die wahre Identität des Menschen, Gott ist. That is the Jesus Christ of Scripture. Und das ist eben der Jesus Christus der Heiligen Schrift. Der Gott im Menschen wird in der Heiligen Schrift Jesus Christus genannt. Do you realize that Jesus Christ is in you? Erkennst du eben, dass Jesus Christus in dir ist? Test yourselves and see. Testet euch, überprüft euch und seht selbst. That is what we are told to do in Paul's second letter to the Corinthians. Und genau das ist, was uns gesagt wird, was wir tun sollen in dem zweiten Brief von Paul in den Korinthern. Read it in the 13th chapter, the 5th verse of the 2nd Corinthians. Also du kannst es lesen im 13. Kapitel, der 5. Vers bei den 2. Korinthern. Examine yourself to see whether you are holding to the faith. So überprüfe dich selbst und sehe und finde heraus, ob du dich wirklich an den Glauben hältst. Überprüft euch. Do you not realize that Jesus Christ is in you? Realisiert ihr nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Und jetzt kommt wieder Neville Goddard, er sagt, I'm trying to show you that the ancients told the same story in all the stories of the Bible. Und was ich euch hier zu zeigen versuche, ist, dass die altertümlichen Völker die gleiche Geschichte erzählt haben, die in allen Geschichten in der Bibel erzählt werden. All that they are trying to tell us is how to become that which we want to be. Und alles, was sie uns sagen wollen oder versuchen uns zu sagen, ist, wie wir das werden, was wir sein wollen. And they imply in every story that we do not need the assistance of another. Und sie verweisen wieder in jeder Geschichte darauf, dass wir keine Hilfe von jemand anderem brauchen. You do not need another to become now what you really want to be. Du brauchst niemand anderen, um das zu werden, was du wirklich sein willst. You are functioning three-dimensionally and you cannot seem to reach the fourth-dimensional world where your present desire is already a concrete objective reality. Also, du funktionierst in einer Dreidimensionalität und du kannst scheinbar nicht diese vierdimensionale Welt erreichen, in dem dein gegenwärtiger Wunsch jetzt schon eine konkrete, objektive Realität ist. You cannot seem to reach it because your senses bar you from it. Du kannst es eben scheinbar nicht erreichen, weil deine
fünf Sinne dich davon trennen. Reason tells you that it's impossible. Also die Begründungen, alle Gründe sagen dir, alle Hintergründe, alle Logik sagt dir, es ist unmöglich. All things around you tell you that it's not true. Und alles um dich herum sagt dir, dass es nicht wahr ist. Also alles, was um dich herum, alle deine Sinne, alle deine Logik, alles, was du denkst, sagt dir einfach, dass es nicht wahr ist. Sagt dir einfach, dass es nicht möglich ist. Upsi, bin ein bisschen abgerutscht. You can satisfy self by appropriating the feeling that you are what you want to be. Aber dennoch kannst du dich selber damit zufriedenstellen, indem du dich an das Gefühl heranwagst, dass du das Gefühl fühlst, was du wirklich gerne sein möchtest. Also es ist immer wieder das Gleiche. Vorstellen und fühlen, was du sein willst. And this assumption, though false, that is although reason and the senses deny it, if persisted in it, will harden into fact. Und das ist eben genau das Wichtige, dass diese Rückschlüsse, die du für dich selber machst, obwohl du glaubst, dass sie falsch sind und obwohl alle Begründungen, alles, was du weißt und all deine fünf Sinne das Leugnen, dass es wahr ist, wird es wahr werden, wenn du darauf bestehst, dass es wahr ist. Deswegen ist es so wichtig, dran zu bleiben, niemals aufzugeben, hartnäckig zu sein. By actually embodying that which you have assumed you are, you have the capacity to become completely satisfied. Und eben indem du das verkörperst, was du angenommen hast, was du bist, ja, auch wenn du es nicht geglaubt hast, was du bist, aber du hast angenommen, was du wirklich bist, hast du die Fähigkeit, komplett zufrieden zu werden. And it will come to pass in the outer world as a natural fact. Und es wird sich dann, wenn du lange genug bei deinen Annahmen, bei deiner Vorstellung von deinem Wunsch bleibst, wird sich dieser Wunsch in der äußeren Welt als Tatsache zeigen. Neville Goddard. Das sind so wichtige Infos hier drin. Und es ist manchmal wirklich schwierig, es so auf Deutsch zu übersetzen, weil erstens mal hat er, wann hat er gelebt? Ich glaube, erst 1970 ist er gestorben. Hat natürlich ein ganz, ganz anderes Englisch gesprochen und geschrieben. Aber wichtig ist einfach zu erkennen, das, was ich auch in meinem Video schon öfter gesagt habe, in meinen Videos, dass wir göttliche Wesen sind und dass diese Göttlichkeit in unserem Bewusstsein verankert ist. Das ist einfach so. Und es ist schon ewig bekannt und Florence Scovel Shinn, sie verweist auch immer wieder auf die Bibel, weil dort eben alles drinsteht und eben auch in allen anderen altertümlichen Schriften. Jetzt geht es nur darum, wie können wir unseren Verstand, unsere Logik, unsere fünf Sinne dahin trainieren, dass sie das zulassen, dass sie zulassen, dass wir nach diesem göttlichen Wissen tatsächlich leben und funktionieren und uns sicher fühlen hier auf Erden und sicher wissen, dass alles in uns ist und dass wir deswegen die Schöpfer sind und dass wir nichts und niemanden ausgeliefert sind, wenn wir diese Disziplin erlernt haben des göttlichen Erschaffens. Des göttlichen Erschaffens aus dem reinen Bewusstsein heraus, aus einer vierdimensionalen Welt, zu der wir via unserer Vorstellungskraft und unserer Gefühle Zugang haben und dort quasi unsere Wünsche und Träume erschaffen, aber halt so lange und lange genug, bis sie sich in der äußeren Realität uns zeigen.
Und das größte Problem, wo ich als Coach und für mich selber auch sehe, ist einfach dieses Draufbestehen und wirklich nicht mehr zu reagieren auf die dreidimensionale Welt, auf die Welt, die scheinbar für uns zum Anfassen ist, die für uns scheinbar so real ist, dass wir die Realitätseinschätzung in unsere Vorstellungskraft legen und diese Realität, die wir in unserer Vorstellung erschaffen, als realer und als wichtiger, als wertvoller, als mehr Aufmerksamkeit zu geben, für uns annehmen. Und das dürfen wir lernen. Das ist das, was es zu lernen gibt, egal um welche Wünsche, um welche Ziele, um was es sich handelt. Hier zu wissen, wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? Ich habe mein ganzes Leben lang auf die äußere Welt reagiert. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, mit Logik und mit Verstand mein Leben zu erschaffen. Und jetzt plötzlich soll ich es anders machen. Ich soll an keine Logik mehr glauben. Ich soll an keinen Verstand mehr glauben. Sondern ich soll an das Göttliche in mir mich wenden. Und aus dem kann ich alles erschaffen. Das ist spooky für deinen Verstand. Das ist super, super crazy. Aber ich kann dir versprechen, es ist genau der Weg, der dich zu allen deinen Wünschen und zu allen deinen Träumen führt. Und hier dran zu bleiben und hier die Meisterschaft zu erringen als Divine, Master of Divine Creation, das macht richtig Spaß. Und ja, wenn du das hörst und angesprochen dich fühlst und mehr Klarheit, mehr Hilfe brauchst, dann bin ich da mit Coaching-Programmen, mit 1-zu-1-Coachings. Und bald werden eine ganze Reihe neuer Master of Divine Creation für euch zur Verfügung stehen in Sitzungen. Und darauf freue ich mich wirklich, wirklich riesig, weil es ist alles da. Es ist wirklich alles da. Wir müssen nur wissen, wer wir wirklich sind, wo unsere Kraft, unsere Power und unsere Macht ist. Und dann wird das Leben anders, als wir es jemals gekannt haben. Und dafür bin ich hier. Also ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe da noch einiges mehr. Es ist wirklich nicht einfach, das rüberzubringen, aber auch nur es zu übersetzen. Hat mir jetzt irgendwie nicht gefallen, es nur auf Deutsch zu machen. Jetzt habe ich es mal so probiert. Ihr könnt mir ja Kommentare, Rückmeldungen geben, wie ihr das gefunden habt, weil viele sprechen natürlich gut Englisch und verstehen das auch auf Englisch. Und so habe ich mal einen Versuch gewagt, mal sowas zweisprachig euch anzubieten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ich danke für diese Kommentare, wenn ihr mir sie abgebt, damit ich weiß, ob euch das dienlich ist oder nicht. Bye bye!